Ach so. Und Völker. Gut, Abwehr steht mehr oder weniger, hoffe ich. Nein. Nein, 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 nein. Ich bräuchte Stein, aber ich habe keinen Stein. Ich habe nur verdammte Pferde, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich könnte sie essen, ja, aber was bringt mir das? Aber schön finde ich, dass er die Einheiten trotzdem noch so fast fertig baut, auch wenn man sie nicht mehr bekommen kann. So. Scrollen wir wegen durch die Gegend, um die Dateigröße zu erhöhen. Hat mir das irgendwas gebracht, dass ich dieses Bogenschützending da unten kaputt gemacht habe? Ich glaube nicht. So, irgendwas hat es gebracht, wenn man die Leute da reingeschickt hat. Ich weiß aber nicht mehr was. Sehr gut. Das sind unwichtige Details, um die ich mich nicht kümmern kann. Aridius wurde größer. Es ist jetzt ein Stadtzentrum. Das bringt mir nicht so wirklich was. Nicht genügend Ressourcen für den Bau vorhanden. Deine Mutter. Die bringen so wenig. Wenn ich so ein Dutzend von denen hätte, wäre das echt toll. Will ich das jetzt wirklich alles bevölkern? Vielleicht den Bauernhof, das könnte sich sogar lohnen. Bevölkere mal den Bauernhof. Oh. Kann ich auch. Nee, direkt geht's scheinbar nicht. Schade. Wäre cool, wenn wir die direkt reinbauen, reinschicken können. Die kommen da rausgelaufen und gehen direkt da rein. Bevölkerst du jetzt mal? Komm schon. So volle. Ach, das ist ja gar kein Bauernhof, das ist ein Silo, natürlich. Das erkennt man gleich. An dem Windrad, das man hier so deutlich sieht. Was passiert, wenn ich da 8 Männer reinschicke? Und 8 Frauen. Nein, Moment. Das war jetzt ein Mann, eine Frau. Okay. Wir haben einen Mann und eine Frau. Was passiert da jetzt wohl? Nun, der Mann wird jede Nacht in die Bar gehen und sich besaufen und die Frau wird das ganze Geld ausgeben. Jetzt haben wir 2 Frauen und einen Mann. Je nachdem, was für Frauen es sind, ist das entweder was Gutes oder was Schlechtes. Ein Mann und 3 Frauen, okay. Es wird eine tolle Studenten-WG. Auch wenn der Mann da vielleicht nachts ein paar Extraschichten schieben muss. Und Viagra ist in der Kupferzeit noch nicht erfunden gewesen. Ach, jetzt wird's langweilig. Jetzt haben wir 2 Männer. Das ist doch langweilig. Das will keiner sehen. Oh. Jedes Mal wieder macht mich das nervös. Ich mag es nicht, im Spiel einfach stehen bleiben. So, 2 Männer, 4 Frauen. Gutes Verhältnis. Ich muss mich mal kratzen hier. Ich brauche auch eine Frau, dann könnte die mich an meinem Fuß kratzen. Müsste ich das nicht mehr tun. Hm, noch eine Frau. Erstaunt, wie viele Frauen ich hier habe. Wir müssen sie alle töten, bevor sie die Macht übernehmen und uns alle töten. So, dann. So, was kriege ich als letztes? Noch einen Mann. Das wären jetzt 3 Männer, 5 Frauen. Das geht leider nicht auf. Einer muss sich wohl mit einer Frau begnügen. Es sei denn, die Männer teilen sich die Frau, ne? Also die eine jetzt. So eine Gemeinschaftsfrau für alle Männer. Talas? Talas? Oh, Silo verbessert. Talas? Ich sollte vielleicht mal was tun, damit ich mehr Leute habe. Was musste man da tun? Hatte man hier nicht irgendwo ein... Sind die irgendwie miteinander verbündet? Ich sehe bloß die Stimmung. Ich muss jetzt langsam mal irgendwas tun und nicht nur so dumm rumgucken.
Was ist denn da überhaupt da hinten drin? Wahrscheinlich auch Pferde, ne? Also entweder das oder ich bevölkere das jetzt alles, was doch ziemlich lange dauern würde. Ich finde es faszinierend, wie ich das Bevölkerungslimit, obwohl es überschritten ist, trotzdem noch weiter ausbauen kann, aber hey. Spiel speichern. Ich mag diese Autosave-Liste. Das Problem ist, da komme ich nicht rein. Da haben sie ihre Kacktürme und überrennen mich, wenn sie mich hier angreifen. Weil ich sagen muss, sie haben mich jetzt schon eine Weile nicht mehr angegriffen. Komme ich irgendwie von hinten da rein? Ja. Kann ich vielleicht von hinten kommen? Talas? Ja. Kapitol. Kapitol ist in den Hohl. Was schleppt denn der da? Was sammelst du da oben? Wehe, da liegt jetzt Stein, dann muss ich leider schreien. Nee, ich glaube, der hat nur einfach nur Holz geerntet. Oder sie. Ja, schön, wenn sie gähnen. Ich glaube, das wäre noch mehr. Kommt ihr nicht irgendwie rum? Ich komme da rum. Ich überrasche sie jetzt von hinten. Müsst ihr auch mal bei eurer Freundin machen. Einfach mal ganz spontan von hinten überraschen. Mit. Waren diese Klammern hier immer schon so? Das ist doch keine Fichte. Willst du mich verarschen? Etwas unpräzise, auswählbar. Fichte. Ich will ja noch wissen, wie eine Ziege aussieht. Talas? Kuscheln vom Land, ey, da weiß man sowas noch. Nachdem man es gehört hat. Bei uns gibt es keine Ziegen. Aber Kühe gibt's. Also jetzt im Bauernhof. Auf dem Bauernhof. Im Stall. So. Ich glaube, das wäre die akkurateste Beschreibung. Oh. Ist der nicht sofort fertig? Nein. Sie gähnen. Mir doch egal, ob sie gähnen. Ich fällt auch gerade nicht so wirklich ein, was ich machen könnte. Obwohl, wenn ich noch ein Kapitol baue, bringt das, glaube ich, gar nichts, oder? Jetzt versperren wir diese verdammten Bäume den Weg, oder was? Oh, zündet sie an, Mann. Frau. Dann brennt vielleicht auch gleich die Siedlung. Irgendwie habe ich hier gerade Grafikfehler. Wenn es gleich einen Bluescreen gibt, weiß ich, dass das nicht gut ist. Bis ich da hinten bin, greifen sie wahrscheinlich gleich hier vorne an und ich darf wieder laden und davor latschen. Hier gibt es doch nirgendwo Stein. Fick dich, Spiel. Was ist das denn hier, hm? Gebirge, das ist kein Stein. Denn Gebirge besteht aus. Aus Birge. Aus Birge besteht Gebirge. Das ist getürmtes Birge. Was auch immer Birge jetzt ist. Oh. Nein. Obwohl, ich hatte gerade den Autosave. Ich habe übrigens den 17.05. Ihr könnt ja mal gucken, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich glaube, das sind schon 2 Tage her. Ist hier nichts? Hier ist nichts? Willst du doch gerade verarschen, oder? Ja. Apropos. So, die Miniora-Typis waren nicht die, wo ich am Anfang angegriffen habe. Wir werden angegriffen. Fick dich. Ich wusste es, dass das passieren würde. Greifen die mich jetzt nur an, weil ich sie angegriffen habe? Oder ist das so ein generelles Ding, dass die mich jetzt angreifen? Okay. Ersteren Fall
könnte auch einfach mal weiter zu den Roten laufen, ne? Dann sehe ich ja gleich, ob sie mich angreifen oder nicht. Ich hasse dich auch. Ich brauche noch 21 bis zur Vollbevölkerung. Nein, sie greifen mich auf jeden Fall an. Okay, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, welchen Safe Game ich zuletzt gespeichert habe. Sehr gut. Ja, schön, dass sie gähnen. Das Problem ist, ich bekomme die nicht so schnell genug dahin. Warte mal kurz, ich habe doch noch bestimmt... Nein, habe ich nicht mehr. So, ihr positioniert euch mal da unten. Und ihr zwei lauft mal nach da oben. So, mal gucken, ob sie es schaffen, dahinter zu gehen, ohne dass sie irgendwie bitten durch die feindlichen Siedlungen laufen, weil es ist viel kürzer, wenn ich erst da runter laufe, da lang und dann so hoch. Die bevölkert mal das Kapitol. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwas Nützliches bringt, wenn das voll bevölkert ist, aber es kostet ja auch nicht wirklich was, weil Nahrung ist... Ja, doch, so ein bisschen genug da. Ein bisschen genug, ja. Und ich kann ein bisschen genug Deutsch. Na komm. Kann das Kapitol nicht... Könnt ihr nicht schneller eure Kinder zeugen und sie erwachsen werden lassen? Ich bin ja dafür, dass man mal so ein richtig realistisches Spiel macht, wo es irgendwie so 18 Jahre dauert, bis man so einen Typen, bis man so einen neuen Soldaten hat in Echtzeit. Das wird ein langes Spiel. Talas? Ja, Herr Dauter. Nein. So, ich weiß nicht, habe ich euch schon neu zugewiesen? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt gemacht. Wir sichern mal wieder. Das kann bei diesem Spiel nie schaden. Ach ja, ja. So, wir haben hier diese Häuser. Ich hätte aber gern irgendwo das Stadtzentrum. Wow. Guck dir den Schadensoutput an. Den werde ich so richtig die Hölle heiß machen, würde ich sagen. Wow. 2-3 Jahren ist es kaputt. So, bitte mehr davon. Und wie sieht's aus? Jawohl, guckt euch das an. Mann. Ich soll vielleicht lieber was Kleinerem anfangen. Ach was. Sollen wir vielleicht von diesen Typen hier welche bauen? Ich glaube, die sind dafür besser geeignet. Boah, das macht viel Eindruck. Eindrucksvolle Angriffstechnik. Das erinnert so ein bisschen an die Artillerie von Command & Conquer 1. So ein bisschen. Die war auch sofort tot, wenn der Gegner kam und hat ewig gebraucht, irgendwas Großes kaputt zu machen. Wenn ich noch einen mehr in Auftrag gebe, dann gut, kriege ich das Ding voll. Toll. Jetzt greifen sie natürlich nicht an. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir gefällt nicht, wo ihr Holzfällen geht. Deswegen geht ihr jetzt mal darüber. Ja, ihr schiebt Hallos, das glaube ich euch gerne.
Vielleicht haben sie mich auch deswegen... Ach nee, die waren auch da, als sie angegriffen haben. Jetzt greifen sie mich überhaupt nicht an. Hm, guckt euch mal an, wie das hier vorwärts geht. Ich schau lieber weg. Das deprimiert mich. So, wie viel habe ich denn hier noch? Das kriege ich doch nie abgeerntet bis zum Ende des Spiels. Ich muss sagen, die Ressourcenquellen sind hier doch sehr angemessen bemessen. 300.000. Wie lange muss man spielen, um das abzuernten? Das weißt du in den späteren Missionen. Vielleicht soll ich noch einen dritten hinschicken, dann geht's richtig ab. Was? Nein, abbrechen. Abbrechen. Vielleicht kriege ich Stein, wenn ich es voll ausgebaut habe. Ah, Spürhund. Was soll ich damit? Ich kann Farmen bauen. Also Silos. Also Getreidemühlen. Also deine Mutter. So. Und ihr legt richtig los. Boah, guckt euch das an. Diese Bogenschützen bringen es gegen die Pferde eh nicht so wirklich. Wir machen jetzt mal was Dummes. Also, wie immer. So, ist ja das neue 1. Versuchen Sie mal das neue 1. Es ist das neue 3. So, die schicken wir dann auch da hinten rum. So, da irgendwo. Geht da mal hin. Das juckt die überhaupt nicht, dass ich die angreife. Was ist das für ein Unsinn? Egal, wir bevölkern weiter hier alles. So, ihr fällt hier Holz. Ja. Heute ist noch mehr Holz. Ich habe ordentlich Holz vor der Hütte. Soll ich mir ein bisschen Sorgen machen? Ich bin nämlich keine Frau. Auch wenn ich lange Haare habe. Ach, da ist wieder die Ziege. Nein, das ist eine Fichte. Sieht auch aus wie eine Fichte, erkennt man gleich. Habe ich gerade eben? Ich habe gerade eben. Sehr gut. Genau das war meine Absicht. Genau das und nichts anderes. Okay, ich habe einen ordentlichen Vorrat. Die machen wirklich nichts. Ich verstehe es nicht. 3, 6, 7, das passt. Da schicke ich jeweils 5 rein, das sollte auch reichen. 1, 2, 3, 4, 5, passt noch. Gut. Habe ich da eben das Geldzeichen gesehen? Moment. Was? Talas? Nö, scheinbar nicht, okay. Ich bilde mir schon wieder Sachen ein, die es gar nicht gibt. Hm. Das war wie letztens, da habe ich mir Kühlschränke eingebildet. Also ob sowas technisch überhaupt möglich wäre. Ein Schrank, der kühlt. Total absurd. Talas, Stoma. Ja. So, jetzt zeige ich mal hier, wie das richtig geht. Wenn man mit vielen angreift. Yeah, zittere. Hey, jetzt geht da fast schon was. Yeah, seht mich an. Ich kann Pfeile auf ein Gebäude schießen. Es wäre vielleicht effizienter, wenn ich die Pfeile anzünden würde. Oder man könnte natürlich auch einfach hingehen und das Gebäude anzünden. Allerdings ist die Verteilung hier ganz schön hart. Da ist es natürlich nicht so einfach, Gebäude anzuzünden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist mir sehr sympathisch, dass ich hier nicht angegriffen werde momentan. Das hat viel Charme, muss ich sagen. Ich
So, mal das Gebäude angreifen. So, geht mal wegen näher ran, damit ich da hier sehe, wenn. Das ist noch nicht richtig synchron. Hm, wird's auch, glaube ich, nicht. Talas, Carlos. So, bauen wir noch 5 dann. Ich habe da noch was vor. Das wird voll gut. Pass mal auf, pass mal auf. Das wird gleich voll toll und so. Halten die Bäume hier eine Weile? 400. Geht, geht. Kann man machen, kann man machen. 5, 5. Da 2, 4, 6, 7. Ja gut, dann baust du mal hier.